Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Uwe, heute mit dem Kapitel 21 aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster mit dem Titel Ein neues Abenteuer beginnt. Mein Lebenslauf mit einem schönen Anschreiben wurde an diverse Unternehmen in der Dominikanischen Republik verteilt oder verschickt. Aber wie ihr euch schon denken könnt, bekam ich zu fast 100% immer die gleiche Absage, dass meine Berufserfahrung der letzten Jahre nicht dem entspreche, was von den Unternehmen gesucht würde. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass diese Antworten, die man da bekommt, auch nicht gerade so motivierend sind, sondern eher das Gegenteil, sie demotivieren nur noch. So war das auch bei mir. Jeden Tag mehr ging ich unmotiviert zu meiner Arbeit. Klar, mit den Gästen, besonders wenn diese gut drauf waren, ging es dann aber auch immer wieder, dass der ganze Tag schnell verging. Für mich kam noch erschwerend hinzu, dass ich ja früher Miteigentümer dieses Unternehmens gewesen bin, jetzt aber nur normaler Angestellter, der sich aber um jede Kleinigkeit kümmern musste. Die Motivation wurde von Tag zu Tag weniger, aber was sollte man tun? Ich hatte keinerlei Alternative, was einen neuen Job anging, und das Geld, was ich jeden Monat verdiente, versorgte zumindest meine Familie. Seit einigen Wochen hatten wir immer wieder speziell an den Wochenenden Besuch von Amerikanern, die in Santo Domingo lebten oder dort unternehmerisch tätig waren. Mit einem dieser Personen, John M., hatte ich einen sehr guten Draht und wir unterhielten uns über alles Mögliche. John machte auch bei mir einige Kurse und er erzählte mir, dass er eine Firma in Santo Domingo besitze, die Factoring betreibt. Das ist ein Unternehmen, was für andere Unternehmen Rechnungen schreibt. So hatte ich das zumindest verstanden. Ich fasste meinen Mut zusammen und fragte John, ob er denn kein Unternehmen wüsste, was einen Mitarbeiter suche mit meinen Kenntnissen. Er sagte, dass es schwierig sein würde, aber dass er sich mal umhören wird. So gab ich ihm meinen Lebenslauf in die Hand und hatte wieder etwas Hoffnung. Aber es passierte nichts. Die Wochen vergingen. Und ich fragte ihn immer wieder einmal, wenn er zum Tauchen da war, ob es was Neues gäbe. Aber es gab nichts Neues. So ging ich meiner Arbeit nach, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat. Klaus, mein Ex-Partner, war gerade in Urlaub in Deutschland, als ich am frühen Abend einen Anruf bekam. Eine Nummer aus Amerika, die ich aber nicht kannte. Ich nahm das Gespräch an und am anderen Ende war John. Hallo Uwe, John hier, begann er die Konversation. Dann erzählte er mir in seinem New York Slang, dass er eventuell einen Job für mich hätte. Der Job sei jedoch in den USA, in New York. Ich fragte ihn, ob er mir denn etwas mehr über diesen Job erzählen könnte, denn ich hatte keine Ahnung, um was es ging. Seine Antwort war, das wäre sehr schwierig. Ich müsse schon nach New York kommen und mir das Jobangebot persönlich anschauen. Das war aber sehr mysteriös, dachte ich mir. Wieso kann er mir denn nicht sagen, um was es da jetzt genau geht? Ich wollte mehr wissen und bohrte noch etwas nach. Ja, John, was verdiene ich denn dort? Es müsse sich ja rentieren, wenn ich das Land und den Job wechsle. Ich hörte bei einer schlechten Telefonverbindung etwas von 2000 Dollar. Meine Antwort war, dass ich diese Summe auch hier in der Dominikanischen Republik bei einem guten Monat verdienen könne. Aber dann hörte ich ihn sagen, nein, nein, du verdienst 2000 Dollar in der Woche,
zusätzlich dazu noch die Unterkunft, Spesen und Flüge, damit du deine Familie besuchen kannst. Bitte? Ich musste mehrfach nachfragen, ob ich mich nicht verhört habe. Aber es stimmte, was ich verstanden hatte. Ich verdiente 2000 US-Dollar die Woche plus das Ganze zusätzlich. Das war ein wahnsinniges Angebot. Die Bedingung war, dass ich so bald wie möglich nach New York fliegen musste, um mir den Job anzuschauen, den ich machen sollte. Für den Fall, dass er mir zusagte, sollte ich dann auch gleich für mindestens 2 Wochen dort bleiben, um mich einzuarbeiten. Das ist aber nicht so einfach, versuchte ich schon zu erklären. Ich hätte nicht genügend Geldreserven, um meine Familie hier für diese Zeit alleine zu lassen. Außerdem müsse ich auch Klaus informieren, dass ich für die nächsten Tage bzw. Wochen nicht in der Tauchschule zur Verfügung stehe. Doch auch das schien kein Problem für John zu sein, bekam ich zu hören. Klar, den Anruf, um Klaus zu informieren, den müsste ich wohl machen. Aber ich könne mir in Santo Domingo in seinem Büro einen Vorschuss von 2000 Dollar und das Flugticket für einen Flug in den nächsten Tagen abholen. Gesagt, getan, ich überlegte nicht sehr lange am Telefon. Irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl, ich sollte dieses Angebot annehmen. Das tat ich dann auch ganz spontan und am nächsten Tag war ich auch schon auf dem Weg nach Santo Domingo, um meinen Vorschuss und das Flugticket abzuholen. Meinen Ex-Partner Klaus hatte ich auch schon angerufen und ihm gesagt, dass ich für einige Zeit nach Amerika müsse. Er war nicht begeistert und versuchte herauszufinden, warum. Da ich aber selbst keine Ahnung hatte, um was es sich in New York handelte, konnte ich ihm dazu auch keine Antwort geben. Im Büro in Santo Domingo angekommen, wurde mir freundlich ein Umschlag überreicht mit meinem Flugticket und 2000 Dollar in bar. Das Ganze musste ich dann natürlich quittieren und ich konnte dann wieder zurückfahren nach Juan Dolio. So, jetzt musste ich doch erstmal schauen, wann denn mein Flugtermin ist. Oh, in 2 Tagen sollte es losgehen. Aber was konnten meine Augen noch erblicken? Das Flugticket war für einen First-Class-Flug von Santo Domingo nach Newark Airport mit Continental Airlines. First-Class Sitz 1A. Wow! Was für ein Abenteuer wird mich da wohl erwarten. Ja, meine Lieben, damit ist auch dieses Kapitel 21 zu Ende und es würde mich freuen, wenn ihr natürlich hier weiter am Ball bleibt, denn es gibt selbstverständlich wieder ein neues Hörbuch mit dem Titel Amerika, Amerika. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.